Mai 2025. Menschen in Mitteleuropa wachen mit einer Bionic-Linse auf, quasi einem implantierten Computerbildschirm. Kein Smartphone mehr, kein Tablet, kein Computer, sondern alle Informationen werden direkt in mein Sichtfeld eingeblendet. Ich merke das natürlich gar nicht, dass die Linse auf meinem Auge sitzt, aber wenn ich aufwache zum Beispiel, spielt sie mir gleich alle notwendigen Informationen, Uhrzeit, Datum, aber auch Audiosignale wie die passende Musik ein und ermöglicht mir so einen perfekten Einstieg in den Tag. Die Hamburger Trendforscherin Alexandra Grohmann präsentiert auf Einladung von Upper IT die wichtigsten digitalen Trends und entführt heimische Kommunikationsexperten auf eine Zeitreise in eine gar nicht so ferne Zukunft. Das Digitalzauberwort heißt Wearables. Der Computer verbindet sich immer mehr mit dem Menschen. Die Apple Watch ist erst der Anfang. Es gibt zum Beispiel Wearables, die schon erfassen, wie konzentriert bin ich gerade und mir dann auch dementsprechend helfen, konzentrierter zu arbeiten. Also ganz spannend auch für die Arbeitswelt von morgen. Es gibt auch Wearables, die meine Schlafgewohnheiten tracken und mir dann sozusagen auch sagen, wann es jetzt gut wäre, ins Bett zu gehen, wann es vielleicht auch noch mal besser wäre, aufzustehen und jetzt nicht krampfhaft versuchen einzuschlafen. Insofern sind wir von diesen Dingen gar nicht so weit entfernt. Für Medien und die Medienproduktion erkennt sie 3 Megatrends. Trend 1, Snack-Size-Media. Dass Informationen immer weiter aufs Wesentliche verkürzt werden und in leicht verdaulichen Snackformaten dem Konsumenten oder dem Rezipienten serviert werden. Und das ist natürlich für Unternehmen eine große Herausforderung, ihre Botschaft, ihre Relevanz innerhalb von Sekunden zu kommunizieren, weil wenn sie das nicht tun, werden sie weggeklickt. Trend 2. Content bleibt König, doch der Kontext, in dem eine Nachricht wahrgenommen wird, wird immer wichtiger. Was ich auch persönlich oft erlebe, dass der Content nicht auf meine Trägertechnologie abgestimmt ist. Das heißt, ich habe ein ganz tolles Video, ich will mir das unbedingt angucken, aber im Moment ist die Internetverbindung einfach nicht stabil genug und in Zukunft wird es Geräte geben, die erkennen, wie gut ist die Internetanbindung und dann dementsprechend das passende Format auf meine Trägertechnologie dann ausspielt. Trend 3, Smart Data, die Personalisierung eines Medienbouquets. Es gibt jetzt Dienstleister, die es ermöglichen, Inhalte zu kuratieren, also sie sozusagen vorzuselektieren und zu filtern. Das werden im Moment noch Menschen tun, können aber in Zukunft auch künstliche Intelligenzen, weil man immer mehr an so einer semantischen Wortverarbeitung arbeitet und dann dementsprechend auch Texte nach bestimmten Strukturen und nach bestimmten Inhalten analysieren kann. Diese digitalen Trends sind eine enorme Herausforderung an die heimische Medienwelt. Ich glaube, wenn Medien immer nur auf das aufspringen, was die Großen anbieten, dann werden sie da auch immer nur sagen, die Krümel vom großen Kuchen bekommen und nie den großen Kuchen. Also ich denke mal, es wird wichtig sein, sich sozusagen seine eigene Ausspielplattform dazu zu erzeugen. Es geht in die Zukunft nicht in Silos mehr zu denken und zu handeln, sondern wirklich integrativ und Hand in Hand Journalismus, Technologie und die Daten. Also wer das meistert, wird schon noch lange leben und Spaß haben. Upper IT will einen Beitrag leisten, dass es in 10 Jahren nicht nur noch Googles und Co. geben wird. Ob jeder Trend uns auch glücklicher macht, ist abzuwarten. Die Medienwelt wird 2025 aber mit Sicherheit sehr bunt sein.